Nachdem die Kleinfische für Süßwasseraquarien richtig gut bei euch angekommen sind, heute ein sehr, sehr anderes schönes Thema, nämlich Saimler, südamerikanische Saimler. Und ja, ich zeige euch einfach mal ein paar geile, hübsche Saimler, ein paar bekannte Tierchen, ein paar noch nicht so bekannte. Damit das spannend wird, fangen wir direkt mit einem an. Und zwar reden wir über den Brillantsaimler. Ziemlich cooler Fisch, nicht so farbenfroh, aber dafür umso schillernder. Der Mokausia pitteri ist ein kleiner, hübscher, silberner Fisch, der gar nicht so farbig ist, aber der richtig hübsche Glanzschuppen hat. Und das sieht man hier schon bei diesem etwas größeren. Der sieht halt richtig cool aus. Ist ein kleinerer Saimler, so wird so bis zu 5 cm, vielleicht große Tiere auch mal 6 cm. Kommt aus Venezuela, hält man in einer Gruppe. Gruppe bedeutet immer so 15, 20 Tiere. Also ein wunderbarer Besatz für so ein Südamerika-Aquarium. Gerade wenn man halt vielleicht nicht so viele krasse Farben möchte, ist das halt so ein Fisch, der einfach ja ganz hübsch wirken kann in so einem Aquarium. Ne? Der nächste Brecher ist wirklich ein Brecher, weil es wirklich vielleicht einer der schönsten und hübschesten Fische überhaupt ist. Der rote Neon, Parascheidon axelrodi, ist einer der größten von diesen rot-blauen Neon-Varianten. Kommt aus Brasilien, Südamerika und ist ein Fisch, der es etwas wärmer haben möchte. Das bedeutet, wenigstens so 24 bis 28 Grad Wassertemperatur, kann auch ein bisschen höher sein, kann man also auch wunderbar mit Diskusfischen zusammenhalten oder Altumskalaren. Muss man gucken, dass man dann wirklich schon große Tiere hat und die Skalare eventuell noch nicht so groß sind, dass man die gut vergesellschaften kann. Aber ein sehr, 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 sehr hübscher Fisch. Und von dem roten Neon kommen wir jetzt zu einem etwas besonderen Fisch, nämlich Iguanodectus arujai. Und zwar ist das ein Eidechsensaimler. Sehr, sehr hübscher Fisch, wird etwas größer. Und Eidechsensaimler ist auch das Wort schlechthin, weil, naja, sieht halt aus wie so ein Eidechse, ne? Langgezogener Körper, ja, wird so bis zu 6, 7 cm ungefähr lang. Kommt auch aus Brasilien, ja, bewohnt da halt Region um den Rio Negro. Der ist halt ein Fisch, der für nicht so kleine Aquarien gedacht ist. Also ich würde hier ab 1,20 Meter anstreben oder größer. Will nicht zu warm gehalten werden, so 20 bis 26 Grad, findet er halt richtig klasse. Aufgrund der Körperform kann man wohl davon ausgehen, dass er halt Strömung echt mag, weil so gerade diese ganzen langgezogenen Saimler feiern das halt wahrscheinlich schon mehr. Also ein sehr, sehr schöner Fisch für etwas größere Aquarien sogar. Also wie gesagt, ab 1,20 Meter kann man den wahrscheinlich schon sehr gut pflegen. Lieber vielleicht sogar ein bisschen größer. Und dann kommen wir jetzt von einem eher, ach egal, wir gehen zum nächsten. Nächster ist der Schrägschwimmer Tairia bölkei, ein kleiner Saimler, der aus Peru und Brasilien auch stammt. So ein Fisch, der immer ganz gern schnell untergeht, aber eigentlich sieht er halt ziemlich lustig aus, weil die halt, wie gesagt, durch diesen Strich über den Körper und diesen Schwanzflossenknick wirkt er halt sehr besonders. Schwimmt halt nicht so ganz gerade, sondern leicht immer so zur Richtung Oberfläche gerichtet, sage ich jetzt mal. Wird auch ein etwas größerer Saimler, so um die 5 cm groß, ne? Ist ein Fisch, der bei den Temperaturen sehr variabel ist. Den kann man wirklich von so 22 bis zu 28 Grad wunderbar halten. Und ja, hat halt auch ein sehr tolles, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Schwarmverhalten, weil er sich wirklich immer so ein Träubchen zieht und so weiter und die Tiere wirklich immer so zusammen unterwegs sind. Es gibt ja im Süßwasser nicht so wirklich Schwärme, aber das ist so ein bisschen so einer. Und von dem Schrägschwimmern kommen wir jetzt zu einem der vielleicht ja, schönsten Saimler mit überhaupt. Also mir gefällt er richtig, richtig, richtig gut. Nämlich Hyphesobrygon Megalopterus, der schwarze Phantomsaimler. Für mich absoluten Kracher. Männchen halt, hier sieht man wunderbar, ne, mit diesen richtig schwarzen Finnen, dieser ganz schwarze Körper, wenn die nachher miteinander balzen, die Flossen so richtig stark aufstellen. Mega schöne Tiere. Die Weibchen nicht ganz viel schlechter, haben halt so ein bisschen die roten Brustflossen und so weiter, nicht ganz so farbig oder nicht ganz so schwarz gefärbt, aber dennoch ein sehr, sehr schöner Fisch. Das ist ein Fisch, den man gut so ab 80 cm bis 1 Meter halten kann. Der wird so bis zu 5 cm groß, also auch ein etwas größerer Saimler. Kommt auch wieder aus Brasilien, Südamerika und von der Temperatur her hätte es der auch gerne wärmer, nämlich so 24 bis 28 Grad, lässt sich aber, ist ansonsten super einfach zu halten. Es ist wirklich ein Fisch, den man wirklich gut und gerne in jedes Aquarium empfehlen kann, wenn man denn so Südamerika-Saimler halten möchte. Von den schwarzen Phantomsaimlern kommen wir zu einem richtig krassen Fisch, nämlich dem roten Chamäleonsaimler. Chamäleonsaimler trifft hier den Nagel auf den Kopf. Man denkt jetzt vielleicht durch diesen schönen roten Strich, das wäre schon richtig krass. Nee, in der Balz, die Männchen werden blutrot mit pechschwarzen Flossen. Unglaublich attraktiver Fisch, kommt aus Brasilien, gehört zu den ja, mittelgroßen Saimlern mit 5 bis 6 cm Größe. So ist das was für ein Aquarium ab 1 Meter oder 1,20 Meter sogar. Da würde ich sie halt hin empfehlen. Also wenn die Tiere richtig in Stimmung sind, ist es wirklich einer der attraktivsten und schönsten Saimler überhaupt. Sehr witzige Geschichte, wie die eigentlich zu uns gekommen sind, ist halt eigentlich nur über Beifänge und die sahen halt immer total unscheinbar aus, so wie jetzt hier auch, bis in einem Halterungsbecken halt Männchen angefangen haben anzubalzen
und die dann halt wirklich richtig krass diese Farben gezeigt haben. Das war unglaublich. Ja, also von einem recht großen Rotsammler kommen wir direkt nebenan zu einem etwas kleineren Vertreter, dem roten Phantomsammler Hyphesopricon zwicklesi. Ein wirklicher Klassiker im Aquarium, besticht er halt durch seine schöne, knallige rote Art. Ähnlich wie der schwarze Phantomsammler sind hier die Männchen halt wieder etwas farbiger, etwas kräftiger gefärbt. Es ist halt ein nicht so großer Sammler mit so 3 bis 3,5, 4 cm, etwas kleiner, also gut zu halten in 80 cm oder ab 80 bis 1 Meter Aquarien, so als Start. Natürlich auch hier wieder ein schöner Gruppenfisch, kommt aus Südamerika, Venezuela, Kolumbien und ist ein Fisch, der von den Temperaturen her auch wieder sehr flexibel ist. Also den kann man auch von wirklich so 22 bis 28 Grad, hat er eine ganz weite Spanne, macht er, lebt in seiner Natur halt auch alles mit. Kommen wir zum nächsten roten Vertreter der Hyphesopricon-Arten, nämlich dem Weißflossen-Schmucksammler. Das ist eine Zuchtform. Also höchstwahrscheinlich sind das Hyphesopricon rosaceus. Es ist halt eine Zuchtform. Normalerweise haben die ganz schwarze Flossen. Diese Whitefins, das ist halt so ein bisschen rausgezogen worden, weil die haben normalerweise so weiße Pigmente in der Rückenflosse drin. Ursprünglich kommen die halt so aus Brasilien, Guyana, Suriname aus der Gegend. Ja. Temperatur eher warm, also 24 bis 29 Grad wollen die das gern haben. Der Fisch wird nicht ganz so groß, so 4 cm. Auch wieder nur so mittelgroßer Sammler. Ja, zur Haltung halt ultra leicht zu halten eigentlich. Ist auch ein sehr verbreiteter Fisch, der halt ja auch wieder gut in alle möglichen Schauaquallen auch reinpasst und ja, ab 80 cm bis 1 Meter gut gehalten werden kann. Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr, sehr besonderen Sammler. Einen sehr, sehr bekannten Sammler, das wollte ich sagen. Nämlich den Rotkopfsammler Hemicrammus bleheri. Ist gar nicht so krass farbig, aber durch diesen roten oder blutroten Kopf und diese schwarz-weiß gestreifte Schwanzflosse, das macht ihn halt so besonders. Ist ein Fisch, der relativ viel gehalten wird und gehandelt wird auch. Der kommt aus Brasilien, Kolumbien, wird so bis zu 5 cm groß und den kann man auch wieder für eher wärmere Aquarien empfehlen, also so 23 bis 26 Grad. Gerne auch ein bisschen wärmer, bis 28 Grad gehen die Tiere auch ganz gut mit. Für Aquarien ab 1 Meter kann man den wohl sehr, sehr, sehr gut halten. Ein sehr schöner Klassiker, den halt, glaube ich, auch viele Leute kennen. Und von so einem richtigen Klassiker kommen wir jetzt wieder zu etwas Besonderem, nämlich Hyphesopricon vadai, der Brombeersammler. Sehr, 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 sehr schöner Vertreter. Nicht so vielfalt verbreitet, ist auch nicht so ein ganz günstiger Sammler. Ja, besticht halt eigentlich durch diese Violett-Blautöne, wenn die sich so richtig eingelebt haben in so einem richtig schönen Schauaquarium, was so urig bepflanzt ist und so weiter, werden die noch deutlich dunkler und dann sehen die wirklich aus wie so Brombeeren mit ihrem leuchtenden Auge. Ist so ein Fisch, 5 cm wird er groß, kommt aus Brasilien, auch hier wieder von der Temperatur her wieder so mittel anzusiedeln, 24 bis 28 Grad und dann auch wieder für etwas größere Aquarium, sprich so ab, ja, wieder einen Meter würde ich dir empfehlen, hält man in der Gruppe 15 bis 20 Tiere, kommen da wohl richtig gut. Und gerade wenn die Männchen halt miteinander balzen, dann kommen die Farben so richtig krass raus. Hier im Hintergrund sieht man so einen einzelnen Mann mal so ein bisschen, wie schon die roten Flossen sich da zeigen. Ne? Das heißt, da bilden sich schon langsam so dominante Männchen. Ganz, ganz toller Fisch auch. Und dann bleiben wir direkt in dem Aquarium, nämlich hier oben, seht ihr sie schon. Der gehört auch zur Gruppe der südamerikanischen Sammler, nämlich Canigellia strigata strigata. Also da gibt es so zwei Strigata strigata und Strigata fasciata, die unterscheiden sich ein bisschen in den Bändern. Das hier ist Strigata, der hat praktisch diese Glanzschuppen noch mit drin hat. Ein reiner Oberflächenfisch, der also wirklich zum größten Teil unter der Wasseroberfläche aufhält. Dementsprechend halt feine Anfluginsekten gerne frisst. Also sprich Drosophila-Fliegen, also die Fruchtfliegen, kann man denen gut anbieten. Oder halt feinstes Futter, Zyklops und so weiter. Also ein feineres Futter. Wird nicht ganz so groß, nur 4 cm. Will es auch ein bisschen Wärme haben von 23 bis 27 Grad. Und normale Vorkommen ist eigentlich Guyana, Brasilien. Also auch da wieder noch ein sehr, sehr schöner Oberflächenfisch für verschiedene mittelgroße bis große Südamerika-Biotop-Aquarien. Super genial. Also das ist so ein Fisch, ganz toll. So, kommen wir zu den letzten zweien. Hier nochmal ein ja wohl doch sehr bekannter Fisch, nämlich der rot-blaue Kolumbianer. Hyphesopricon columbianus, ja, sagt ja der Name schon, ne? Kommt aus Kolumbien, sehr schöner Fisch, wird etwas größer, zwischen 6 und 7 cm ungefähr. Sehr, sehr schöner Fisch auch. Rotblauer Kolumbianer heißt er deswegen, weil er so ganz rote Flossen bekommt und dann so einen blauen Schuppenglanz. Also man sieht es hier schon leicht, der geht schon fast rein ins Smaragdgrün, also wirklich so ein türkis-grün-blau, also wirklich sehr, sehr, sehr schön. Sehr weit verbreitet, relativ einfach zu halten, Temperaturansprüche so gut wie gar keine, 20 bis 28 Grad. Also die kann man wirklich sogar ohne Heizstab halten. Also das ist wirklich ein ganz toller Fisch. Ihr seht schon hier, ein sehr wilder Fisch auch. Muss halt gucken, dass man da immer gut Futter reinkriegt. Da auch wirklich mit Daphnien arbeiten, also Lebendfutter, Artemia und so weiter und so fort. Und nun kommen wir zum letzten. Für mich einen der schönsten Sammler überhaupt, der Kaisersammler.
Nematoprykon palmari, wirklich auch ein total schöner Fisch. Leuchtendes, stahlblaues und grünes Auge. Ich glaube, daran kann man sogar die Geschlechter unterscheiden. Die blauen Augen haben die Männchen, die grünen Augen haben die Weibchen. Man sieht es auch noch an den Flossen. Die Männchen haben halt diese schön ausgefeilten Flossen und das haben die Weibchen halt dann wieder nicht. Und das ist ein Fisch, der auch etwas größer wird, auch so an die 5 cm. Will es nicht zu warm haben, also da wirklich nur so 20 bis 25 Grad. Dann hat man mit diesem Fisch auch richtig viel Freude. Ich sehe gerade, die haben sich bei uns, glaube ich, schon vermehrt. Schau mal da, das ist ja ein Baby. Ist ja unglaublich. Also es sind Fische, die wir eigentlich immer da haben. Und offensichtlich haben die hier drin schon mal bei uns in diesem schönen Windelofahren abgeleicht. Ja, das war quasi so eine kleine Fischtour. Südamerikanische Seimler für mittelgroße oder ab mittelgroße Aquarien, so 80 bis 1 Meter oder größer. Das erste Video kam gut an. Ich hoffe, das kommt genauso gut an. Dann gibt es bald das nächste. Viel Spaß, macht's gut. Tschüss.